Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück hier zum Zweiradgeber. Wir sind gerade auf dem Weg nach Suhl. Und leider reichte die Zeit dieses Wochenende für mich nicht ganz aus, um da mit dem Moped hinzufahren. Aber ich habe sie mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen. Die Schwalbe steht hinten im Bus drin. Und wir machen nachher auf jeden Fall noch die Fahrt durch Suhl mit. Viel Spaß. So, hier mal ein kleines Zwischenfazit. Das Event ist an sich eine super Sache, auch wenn das Wetter dieses Jahr mal wieder nicht so mitgespielt hat. Ist aber an sich keine schlimme Sache, denn jetzt hat der Regen aufgehört, dafür hat der Wind zugenommen. Und ich warte jetzt hier gerade darauf, dass die ganzen Simson-Fahrer vorbeikommen, denn jetzt steht noch die Ausfahrt durch Suhl bevor. Also eigentlich wollte ich ja die Ausfahrt gerade eben noch so richtig schön mit der Actioncam filmen und als ich die Halterung festgeschraubt habe, ist mir diese einfach abgebrochen. Tja, tut dem aber auch keinen Abbruch, denn stattdessen waren wir noch ein bisschen länger im Gewerbepark in Suhl. Dort gab es eine kleine Werksbesichtigung und das kann ich wirklich jedem Simson-Freund weiterempfehlen, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ihr habt es ja in den letzten Aufnahmen gesehen, das Wetter wurde zum Abend hin nicht mehr unbedingt besser. Im Gegenteil, es wurde irgendwann so schlimm, dass ich mich dazu entschieden habe, die Kamera wegzutun, denn die ist nicht ganz wasserdicht. Und an dieser Stelle einfach mal Respekt an alle, die dem Wetter dort standgehalten haben. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob euer Zelt dicht gehalten hat. Und trotz, dass das Wetter hätte besser sein können, war das Event insgesamt eine ziemlich coole Sache. Ich jedenfalls bin nächstes Jahr wieder am Start und freue mich, dort so viele von euch wie möglich wiederzutreffen. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.